Ich wünsche Ihnen schönen guten Morgen, begrüße Sie alle an der Universität für Bodenkultur beim Studieninformationstag. Sie haben sich jetzt eine Kurzvorlesung ausgesucht aus dem Bereich Holz- und Naturfasertechnologie. Das freut uns sehr, dass Sie, oder mich besonders, freut es natürlich, dass Sie hierher gekommen sind. Ich möchte ganz ein bisschen umreißen, um was es in diesem Studium gehen könnte. Es ist ein sehr vielseitiges Studium. Wie alle Studienrichtungen an der BOKU gibt es ja verschiedene Bereiche. Also ein Bereich der Naturwissenschaft ist ein Bereich, der Technik umfasst und ein Bereich, der Wirtschaft umfasst. Und das, was wir jetzt hier besprechen in diesen nächsten 15, 20 Minuten in etwa, das umfasst halt hauptsächlich den Bereich Holz und Holztechnologie und was man mit Holz machen kann. Ja, ich habe den Titel genannt Holz, Teil der Lösung. Das würde ja bedeuten, dass es ein Problem gibt. Und die Frage gleich an Sie und euch im Publikum, was würde denn das Problem sein? Gibt es überhaupt ein Problem, über das wir sprechen müssten? Wer traut sich? Bitte? Rohstoffmangel ganz allgemein, dass wir zu wenig haben. Ja. Ja, also es sind zwei Dinge, die Sie gesagt haben. Also CO2, ganz allgemein hat die Erde ein Problem mit dem Kohlendioxid, von dem wir mehr als genug haben. Und Sie haben auch einen Verursacher genannt, die Zementherstellung, die dafür. Also die dafür, ja, wir alle sind dafür verantwortlich und das ist halt ein Industriezweig, der besonders viel ausstoßt. Das stimmt auf alle Fälle. Genau, also wir verwenden sehr viele Rohstoffe, aber sind die alle nachhaltig? Genau, sind sie, wer bringt sie hervor? Können wir sie nur einmal abbauen und dann verwenden aus endlichen Ressourcen wie Erdöl, Erdgas oder Gesteine auch zum Beispiel, die sind einmal erhältlich und dann nicht mehr. Also es gibt offensichtlich ein Problem. Ein Problem mit dem Rohstoff, es gibt aber auch ein Problem mit den Abfällen. Also es gibt, ihr habt sicher schon einmal gehört, Mikroplastik oder überhaupt Plastik, Plastic Planet. Also es gibt auch Abfälle, die uns Sorgen machen, weil sie nicht abbaubar sind oder sich so abbauen, dass sie auch von anderen Lebewesen wieder aufgenommen werden können. Also es gibt etliche Probleme und die Frage ist, wir hätten auch ein Fragezeichen hinmachen können, ich hätte aber auch ein Rufzeichen hinmachen können, ist Holz ein Teil der Lösung? Ja, nein? Und gibt es vielleicht Grenzen dazu? Also CO2 haben Sie vorher genannt und Sie haben auch die Zementindustrie genannt, ist natürlich jetzt das bisschen Anschwärzen von einem einzigen Player, stimmt ja nicht ganz, weil wir alle mit unserem Verhalten beitragen, dass wir, also wir alle verbrauchen Energie, wir haben es gern warm, jetzt ist es heute ein bisschen frühlingshaft, es ist ganz angenehm, müssen wir nicht so viel heizen, aber im Winter haben Sie alle geheizt, ich auch, und das gibt verschiedene Sektoren eben, die unterschiedlich viel Öl, Gas, andere Energieträger brauchen, um Energie herzustellen. Und Energie- und Wärmegewinnung, zum Beispiel um Gebäude zu heizen, ist ein großer Emittent von CO2. Das wissen Sie wahrscheinlich eh aus der Schule. Die Landwirtschaft ist ebenfalls ein relativ großer Emittent. Aber wir alle brauchen Nahrungsmittel natürlich. Die Nahrungsmittel werden hergestellt am Feld. Dazu braucht man Traktoren, die brauchen wiederum Treibstoffe und so weiter. Also es sind überall gibt es Bereiche, die Energie verbrauchen. Die Industrie ganz allgemein. Unterschiedlichste Produkte werden produziert. Wir sitzen da auf Möbeln herinnen. Wir sind in einem Gebäude. Es gibt Verpackungsmaterial für Getränke, für andere Lebensmittel und so weiter, die alle werden in Industrien hergestellt. Und der ganze Industriesektor ist auch ein nicht ganz so kleiner Bereich hier. Dann der Verkehr betrifft unseren Individualverkehr. Das heißt, wir fahren, Sie sind jetzt hierher gefahren, manche sind online dabei, die haben heute da noch weniger beigetragen, aber auch natürlich die Güter werden durch die Gegend gefahren. Baumaterialien werden zu einer Baustelle gefahren und wieder weg. Der Aushub wird weggefahren.
Also das sind alles Bereiche, die eben CO2 produzieren. Und dann gibt es eben einen Bereich, den Sie genannt haben, die Zementproduktion. Das ist ein einziger Werkstoff, der für 7-8% der Welt-CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das ist ungefähr so viel wie Indien ausstoßt. Das ist ein nicht ganz kleines Land. Und dann gibt es noch ein paar andere Bereiche. Aber genauso wie Zement würde man in der Industrie einen nicht unerheblichen Tortenstück für Stahl zum Beispiel sehen können. Oder auch für Ziegel oder alle anderen Baustoffe. Alle energieintensiven Baustoffe emittieren CO2. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen näher zu dem Problem, zu dem ich hinführen möchte. Der Sektor Gebäude und Wohnen, also so, wo wir jetzt herinnen sind oder wo Sie auch zu Hause wohnen, ist circa für 40-50% von all dem verantwortlich. Also wenn ich aus der Energiegewinnung, aus der Industrie, aus dem Verkehr alles zusammenrechne, was für den Bausektor verantwortlich ist, dann sind wir fast bei der Hälfte CO2-Emissionen. Also nicht der Flugverkehr alleine, der für alles verantwortlich ist, sondern das Wohnen. Und Wohnen, da beginnt es jetzt, dass wir mit Holz auch etwas tun können. Und da bin ich schon beim nächsten, Holz und Wald. Also woher kommt das Holz? Das Holz kommt natürlich aus dem Wald, das wissen Sie alle. Wir waren auch schon einmal im Wald und dieser Wald hat unglaublich viele Funktionen. Die Leute, die vielleicht schon einmal mit Forst zu tun hatten, wissen das vielleicht. Was ist Wald für euch? Genau. Genau, und das ist sogar gesetzlich verankert. Ja, es ist gesetzlich verankert, dass der Wald für uns ein Erholungsraum ist. Er ist auch ein Lebensraum für Tiere. Damit ist aber auch Nahrungsquelle für uns. Also Lebensraum für Tiere heißt auch, da wächst etwas drinnen, was wir möglicherweise essen können. Dann ganz neu eigentlich diese Diskussion um CO2-Speicher. Das weiß auch jeder, die Photosynthese im Wald, die mit Sonnenlicht passiert und das CO2 aufnimmt, den Kohlenstoff speichert und dabei wieder Sauerstoff abgibt, ist eine tolle Funktion, die für uns lebenswichtig ist, die Sauerstoffbereitstellung. Und dabei speichert dieser Wald gleichzeitig den Kohlenstoff. Jetzt ist die Frage, wenn dieser Wald, und was gibt's noch, fällt noch wem was ein, was wichtig ist im Wald? Ja, bitte. Genau, also gerade im alpinen Bereich ist der Wald dafür verantwortlich, dass eben halt Geröll, Steine, Lawinen und so weiter eben nicht ins Tal kommen und die Siedlungen dort bedrohen. Also eine Schutzfunktion ist auch ganz wichtig. Und ich komme aus dem Holzbereich, witzigerweise. Was ist er noch? Potenziell eine Rohstoffquelle. Ja, weil das ist Holz, das da durch Sonnenenergie, durch Solarenergie wächst, würden wir gerne verwenden als Rohstoff. Das ist gar nicht so wenig, das da jedes Jahr bereitgestellt wird vom Wald. Was noch ist, wenn man so einen Wald anschaut, Biodiversität ist auch etwas, was immer wieder fällt. Das heißt, im Wald sind eben unterschiedlichste Pflanzen und Tiere, die dort vorhanden sind und die dort eben ihren Lebensraum finden, haben wir auch so in dieser Art schon gehört. Vorher habe ich angefangen mit einem Problem. Wir Menschen haben ein Problem. Hat der Wald auch ein Problem? Ja, das machen wir Menschen. Also wir können steuern, ob wir jetzt einen Wald abholzen oder wir sagen in zivilisierten Gegenden, sagen wir ernten Teile des Waldes, die nachwachsen. Also das ist ein Eingriff, der jetzt nicht besonders vorteilhaft wäre, wenn man den Urwald abholzt. Was noch? Ist der Wald vom Klimawandel betroffen? Ja? Ja, also
ja. Dass der Wald in Österreich und in Deutschland so großteils durch Lichte beschrieben ist. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wald in Österreich und Deutschland aus Monokulturen besteht, aber es ist definitiv so mit Borkenkäfer, das ist sich in den Medien ordentlich auch vorgekommen und berichtet worden, dass der Wald durch die Klimaveränderungen sich umstellen muss. Ja, umstellen muss, weil es wärmer wird und weil es trockener wird im Mittel und weil auch, also eben das Wasser, das durch Regen zur Verfügung steht, ungleichmäßig zur Verfügung steht. Und manche Baumarten, die vielleicht vor 100 Jahren sehr gut damit umgehen konnten, können das heute nicht mehr machen, weil es einfach wärmer geworden ist. Das heißt, der Wald, so wie wir ihn jetzt kennen, und lange Zeit war eben Fichte in bestimmten Bereichen die favorisierte Holzart, weil sie sehr gut gewachsen ist, solange alles gut passt und wir damit auch sehr viel machen können. Also wir können unglaublich viele Dinge, Gebäude, Möbel und so weiter, Papier damit machen. Und jetzt passiert es, dass wir, oder jetzt, ja, also schon die letzten 20, 30 Jahren, wird im Forst der Wald verändert oder so umgebaut, dass er halt klimafit für die Zukunft auch ist. Und damit er mit dieser Trockenheit, mit diesem Trockenstress, wie es im Wald auch heißt, besser umgehen kann, damit die Bäume gesund bleiben und dann eben nicht von einem Borkenkäfer oder anderen Ungeziefer befallen werden. Also, das Schöne ist, der Wald und die Bäume wachsen von alleine. Wenn wir nichts machen würden als Menschen, würde ein Großteil unserer Oberfläche mit Wald automatisch nachwachsen. Und nur wenn wir Flächen quasi frei halten für Landwirtschaft und so weiter, dann bleibt das so. So, jetzt haben wir einige Bäume. Die Frage ist, um all diese Probleme zu lösen, zum Beispiel Gebäude zu bauen, haben wir genug Wald? Wer glaubt, es ist genug Holz da? Ist es endlich? So kleine Umfrage, ist genug da? Ja, nein? Wer ist für genug? Oder keine Meinung? Gibt es auch, ja? Ich habe ein Bild oder ein Kollege von mir hat ein Bild gemacht, wo wir auf dieser Karte haben wir den Bewaldungsgrad in Europa dargestellt. In Österreich sind ca. 50% der Oberfläche mit Bäumen belegt und wir ernten daraus Bäume. Ja, also wir ernten und in Österreich ist es auch gesetzlich verankert, wir dürfen nur so viel ernten, wie nachwächst. Das heißt, wir können nicht nachhaltig roden, oder also wir können nicht roden, sondern wir können nur so viel entnehmen, wie da ist oder wie zuwächst. Es ist sogar in Österreich so, dass eigentlich mehr zuwächst, als wir entnehmen. Und die Frage ist, wie viel das ist. Ja, also ich habe da einen LKW eingezeichnet. In Österreich darf man ca. 30 Tonnen oder LKW, der 40 Tonnen in etwa haben, 30 Tonnen darf man da raufladen. Und meine Frage ist, wie viele solche LKW werden in Österreich circa geerntet? Vielleicht hat irgendwer einen Tipp. 1, 10, 100, 1000, 100.000. Vielleicht 5.000 LKW? Wer bietet mehr? Wie viel Holz haben wir? Jeder darf mitmachen. Also pro Jahr. Pro Jahr. Jedes Jahr nachhaltig. Jedes Jahr. Wie viel ist das? Wenn wir es uns als Kolonne vorstellen würden. Ein LKW nach dem anderen. Aufgestaut. Nur zum Veranschaulichen. Also ich könnte jetzt auch eine Zahl nennen. Ja, ca. 18 Millionen Festmeter Holz werden jedes Jahr nachhaltig geerntet. Wie viel sind 18 Millionen Festmeter? Ist das viel? Nur in Österreich, das ist das kleine Fleckerl da in der Mitte. Und die Auflösung ist die, wenn wir solche LKW, wie sie da stehen, theoretisch, ja, wir fahren nicht alles mit dem LKW durch die Gegend, aber wenn wir ohne Zwischenraum einen LKW an den anderen stellen würden, dann würden wir eine LKW-Schlange erzielen, die einmal um ganz Europa geht. Das ist die Holzernte, die wir aus Österreich jedes Jahr nachhaltig ernten. Das ist viel. Also wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht,
Das ist wirklich viel. Wie kann man sich diese Zahl veranschaulichen? Und dementsprechend ist es auch so, dass dieses Holz ein Wirtschaftsfaktor ist. Ja, also diese vielen, vielen Millionen Stämmchen, die hier geerntet werden, da braucht es auch eine Industrie dazu. Eine Industrie, das beginnt im Forst. Jemand muss diese Bäume pflanzen oder zumindest dafür sorgen, dass das gut wachsen kann, muss sie pflegen über die Jahre. So ein Baum kann 100 Jahre, 50, 100, 150 Jahre brauchen, bis er erntereif wird. Und da gibt es eine Industrie dazu. Das habe ich auch hier mal dargestellt, weil die Frage ist, wenn Sie das studieren wollen, kriegt man dann auch einen Job? Irgendwann einmal. Und die Frage ist, wie viele Jobs gibt es in Österreich in diesem Sektor? In Österreich arbeiten ca. 4 Millionen Menschen, also sind erwerbstätig, und ca. 300.000 sind im Sektor Forstholz beschäftigt. Das ist neben Tourismus und Gesundheit, sind das die größten Wirtschaftszweige in Österreich. Warum ich diese Folie noch genommen habe, ist das jetzt nur ein österreichisches Phänomen. Wenn wir vorher gesehen haben, Wald gibt es natürlich überall. Da oben ist es recht dunkel, da gibt es viel Wald. Aber es gibt eigentlich überall in Europa gibt es mehr oder weniger dichten Waldbewuchs. Und dementsprechend ist auch die Forstwirtschaft mit der Holzwirtschaft und den weiterverarbeitenden Industrien ein entsprechender Wirtschaftsfaktor. Also wir sind hier in Österreich. In Österreich ca. 5%, je nachdem, was man dazu rechnet, auch 7%, wenn man die nachfolgenden Industrien noch dazu zählt, der Wirtschaftsleistung hängt nur von diesem Sektor. Und wenn man sich das anschaut, in ganz Europa ist es ganz ähnlich. So sind in Europa ca. 17 Millionen Menschen von 250 Millionen Berufstätigen, ca. 17 Millionen in dem Sektor beschäftigt. Warum sage ich das? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann einmal einen Job gibt, der auch interessant ist, sehr groß ist. Ja, also die Anzahl der Menschen, die ausgebildet werden und die einen, und die Berufsfelder, die es danach gibt, die passen im Prinzip nicht zusammen. Also es werden eigentlich zu wenig Menschen ausgebildet, wie viele Jobs danach gibt. Das ist eine positive Nachricht für Ihre Zukunft. Und es gibt auch genug zu tun dabei. Gehen wir ein bisschen weiter in das Fachliche. Ich habe vorher schon gesagt, der Wald verändert sich. Wir haben viel von dem gehabt, Nadelholz. Es wird ein bisschen mehr von dem Laubholz werden und das unterscheidet sich. Was unterscheidet sich alles? Wenn wir jetzt nur anschauen, den Stamm. Der Stamm ist das, was die Holzindustrie am allerliebsten verarbeitet, weil es schön gerade, da ist am meisten Material drinnen. Ist es in einem Nadelholz, das ist ungefähr maßstabsmäßig gezeichnet. Das heißt, die Bäume sind ein bisschen kleiner, die Laubholzbäume, die anderen sind größer. Das heißt, wenn wir mehr Laubholz haben in Zukunft, haben wir automatisch weniger Holz. Also es ist zwar viel, ja, aber es ist auch nicht so viel, dass wir sagen, wir haben jetzt im Übermaß. Es ist beschränkt. Es ist viel, aber es ist beschränkt. Das heißt, die Menge, die wir heute machen können, können wir möglicherweise in 20 Jahren nicht mehr machen. Das bedeutet auch, dass wir in Zukunft etliche Herausforderungen haben, weil wir eine Lösung dafür brauchen. Das heißt, wir müssen das, was wir heute aus diesem Material machen, in Zukunft aus viel weniger machen. Das heißt, wir müssen besser werden. Effizienter. Wenn wir uns dann noch anschauen, wie die ausschauen, diese Materialien, beim Laubholz ist es so, dass fast 50% eben Äste sind. Diese Äste, was haben wir zurzeit für Ideen mit Ästen? Die Industrie, wir, Pellets und so weiter, Packgut, wir verheizen das. Heute. Ich glaube nicht, dass wir das in 20 Jahren noch verheizen. Zumindest nicht als allererstes. Wir werden uns was einfallen lassen müssen, dass wir diese Materialien verarbeiten, dass wir was Gescheites draus machen, mit dem man auch Kohlenstoff speichern kann und erst später verheizen. Was wir heute noch zu früh machen. Und wenn man sich auch anschaut, wie das Holz innen ausschaut, wir haben hier beim Nadelholz ganz kleine, feine Äste, die auch für die Festigkeit, wenn man jetzt was bauen will, daraus relevant ist. Beim Laubholz ist es so, dass man dann solche Äste hat, die mechanischen Eigenschaften auch beeinflussen und verändern. Und wenn man jetzt ein bisschen ins mikroskopisch
schauen. Ich hoffe, das ist halbwegs gut erkennbar. Wir haben rechts eine Fichte, wir haben links eine Eiche. Nur als ein Beispiel. Und was sieht man? Man sieht, dass hier die Zellen, die vorhanden sind, ganz homogen sind. Sie schauen alle gleich aus. Beim Laubholz ist es so, dass das ganz unterschiedlich ist. Das sind verschiedene Zelltypen. Ja, da sind Gefäße dabei und Fasern. Da drüben nennt sich das Tracheiden. Und die haben auch unterschiedliche Längen. Also wir sehen hier zum Beispiel eine kurze Faser und hier eine relativ lange Tracheide. Ist das wichtig? Stellen Sie sich vor, Sie machen aus diesem Material, aus diesem Rohstoff, ein Material, zum Beispiel ein Papier. Wenn Sie ein Papier aus langen Fasern machen oder aus kurzen Fasern machen, macht das einen Unterschied? Ja? Die Reißfestigkeit ist eine ganz andere. Wenn wir heute keine langen Fasern mehr haben würden, sondern nur noch kurze Fasern und Sie würden ein Klopapier daraus machen, dann mag das fatal sein. Und so ändern sich die Eigenschaften von allen Produkten, die wir herstellen. Also wir können nicht einfach aus dem, wir haben eh genug, ja, haben wir halt jetzt Nadelholz und später haben wir Laubholz. Und wir können es nicht ganz einfach verändern. Und wenn man sich das technisch anschaut, jetzt als Plot einer mechanischen Eigenschaft über die Dichte, dann sieht man, dass hier das Rote sind die ganzen Nadelhölzer. Das Grüne sind die Laubhölzer. Also jetzt wird es schon ein bisschen technischer. Und was sieht man? Dass eine bestimmte mechanische Leistungsfähigkeit, das muss ich da wahrscheinlich auch zeigen, sonst sehen die Leute im Chat in der Übertragung nichts. Wenn wir hier die Nadelhölzer uns anschauen und hier die Laubhölzer haben, dann sehen wir, dass für die gleiche mechanische Eigenschaft brauchen wir fast doppelt so viel Material. Das heißt, die Dichte ist doppelt so hoch bei einem Nadelholz und das kann aber auch nicht mehr. Das ist schade, ja, weil eigentlich möchte man mit mehr Material auch mehr Leistung erzielen. Und da gibt es eben nur wenige, die das können. Wenn man jetzt das vergleicht hier, sieht man, also wenn man den Elastizitätsmodul durch die Dichte dividiert, dann hat man sowas wie eine spezifische Leistung. Wie viel leistet ein Kilogramm Material? Und dann sieht man, dass eigentlich nur ganz wenige Laubhölzer, da oben gibt es eine Birke, Buche, da sind die Eichen zum Beispiel, dass die ähnlich gute Leistungen erzielen wie einzelne Nadelhölzer. Wenn ich den Lastfall ändere, zum Beispiel auf Biegung, dann gibt es aber doch die Möglichkeit, dass man mit besonders leichten Hölzern, da unten haben wir zum Beispiel die Pappeln oder Weiden, dass die sehr gut abschneiden. Das heißt, wir haben ein anderes Potenzial. Also wir müssen und wir dürfen, wir müssen uns die Materialeigenschaften dieses neuen Rohstoffes, für uns ist er schon ein bisschen neu. Ja? Wir haben uns nicht so viel Gedanken gemacht über die Laubhölzer in letzter Zeit, wir werden das in Zukunft schon machen. Und wir haben einfach andere Eigenschaften, die wir nutzen müssen, um die Materialien zu verbessern. Was gibt es noch für Herausforderungen? Wir verarbeiten dieses Material zu Werkstoff. Und die Holzindustrie ist ganz klassisch mit Sägeindustrie, das wäre der erste Schritt, und macht daraus Bretter, Furniere, macht daraus Furnierwerkstoffe oder häckselt es in Strands, sogenannte Furnierschnitzel oder in Hackgut und andere Sachen. Und daraus machen wir oder produzieren wir Materialien. Und je nachdem, welchen Prozessschritt man hier hat, erzeugt man jede Menge Beiprodukte. Das heißt, beim Sägen erzeuge ich Sägespäne. Beim Schälen bleibt auch etwas übrig. Es bleibt der Rinde immer übrig und es bleiben feine Teile übrig. So ist es so, dass wir vom runden Holzstamm bis zum fertigen Produkt nur 30-40% Material rauskriegen. Das ist nicht besonders viel. Und dann und daneben kommt sehr viel Sägespäne, aus denen wir dann Pellets machen oder Papier machen, aus einem Hackgut. Wir verwenden das auch, ja, aber es ist nicht das hochwertigste Material, das wir daraus bekommen. Und da gibt es aus meiner Sicht sehr viel Potenzial, dass wir die Industrie und die Technologien verbessern, dass wir mehr rausbekommen aus dem Rohmaterial, was wir zur Verfügung haben. Das wird eine der Herausforderungen sein, weil wir ja weniger Material zur Verfügung haben. Und
geht dann auch weiter in die Werkstoffe. Niemand sagt, dass alle Werkstoffe homogen und voll sein müssen. Ja, die können auch strukturiert sein und so leistungsfähig sein, sodass man weniger Material braucht bei gleicher Leistungsfähigkeit. Und ein Beispiel ist dieses Einfamilienhaus, das hat eine Architektin gerechnet mit verschiedenen Werkstoffen und geht gar nicht im Detail darauf ein, aber eben in Holzbauweise. Und man sieht, je nachdem, mit welchen Baustoffen, Holzbaustoffen man das baut, kann man entweder das mit 70 Kubikmeter oder mit 40 Kubikmeter Materialeinsatz bauen, bei gleicher technischer Leistung. Das heißt, auch da gibt es ein unglaubliches Potenzial, wie wir uns noch verbessern können. Und wenn man sich das dann anschaut, okay, wie viel Beton würde ich brauchen oder wie viel Ziegel würde ich brauchen, dann brauche ich dann einmal noch einiges an Material, möglicherweise mehr, wenn ich es nicht intelligent nutze. Was kann man jetzt noch machen aus unserem Material? Also Einfamilienhaus ist relativ einfach. Interessant wird es dann, wenn wir ein bisschen mehr in die Höhe gehen und in der Stadt auch bauen. Das ist das, was gerade passiert. Also ein paar verschiedene Beispiele. Das derzeit höchste Projekt oder eines der höchsten Projekte steht in Wien. Das HOHO hat vielleicht schon mal wer gehört. Das ist ein 24-stockwerkiges Gebäude in Holzbauweise. Also Wien war definitiv Vorreiter bei den Holzbauten. Noch mehrere jetzt. Also gibt einen richtigen Wettkampf momentan auf der Welt. Die besten und höchsten und großvolumigsten Holzbauten. Und das, was momentan projektiert ist, ist in Winterthur in der Schweiz, ist eines der höchsten Wohnhäuser mit 100 Meter Höhe, nur in Holzbauweise. Wer hätte das gedacht, dass das möglich ist? Also, Holz geht in die Höhe, man kann das bauen. Was ist für uns dann noch relevant? Wie bauen wir das? Bauen wir das relativ händisch an Ort und Stelle oder können wir das effizienter gestalten, präziser gestalten, fehlerfreier gestalten? Da gibt es eben etliche Entwicklungen, wie wir das unter sehr guten Bedingungen fast fertigstellen können in Fertigungsstätten, wo wir quasi entweder hier sind es flächige Elemente, das heißt auf der Baustelle wird eigentlich alles nur noch zusammengeschraubt und was vorher unter perfekten Bedingungen ohne Regen, weil Baustelle ist oft so, dass alles nass wird und dann liegt es und so weiter, also das kann man dann sehr gut fehlerfrei und einfach besser machen, wenn man das kontrolliert macht. Da tut sich einiges in dem Sektor. Ich würde sagen, es ist fast eine kleine Revolution, die am Bau besteht. Momentan, also der letzte Schrei ist quasi, das in Dual-Bauweise zu machen. Das heißt, man installiert es fixfertig vor, bis hin zum Bad, Küche, alles fixfertig installiert und baut das wie Lego auf der Baustelle noch zusammen. Das machen zum Beispiel österreichische Firmen gerade in Berlin, die dort in dieser Bauweise gerade 35 Schulen bauen. Eine Firma. Österreich, glaube ich, ist da auch ein sehr guter Boden. Und damit komme ich zu meiner fast Abschlussfolie. Revolution am Bau habe ich begonnen. Ja, es ist aber nicht nur, dass Holz im Baubereich wichtig ist, sondern auch in etlichen anderen Industriezweigen. Das heißt, wir wollen mit dem Rohstoff die sogenannte Bioökonomie einleiten. Das heißt, wir wollen die Wirtschaft auf nachhaltige Beine stellen. Und das kann man in verschiedenen Sektoren machen. Ja, Bau haben wir schon genannt, kann aber genauso der Innenausbau sein. Kann auch sowas sein. Wer hätte das gedacht, dass das ein Holzauto ist? Schaut aus wie ein normales Auto, ist aber ein Holzauto. Ist auch ein normales Auto. Ja. Oder in Flugzeugen, das ist ein spezieller Luft, also von ein spezieller Flugzeughersteller mit Holzbauteilen, Papier kennt jeder, dass das mit Holz zu tun hat. Aber auch diverse Hygieneprodukte sind natürlich auch auf Holzbasis. Textilien, bin mir ziemlich sicher, dass einige von Ihnen und euch heute Textilien aus Buche zum Beispiel anhaben und wissen es gar nicht. Oder als Chemierohstoff, als Nahrungsmittelrohstoff. All diese Produkte, und das ist nur eine ganz kleine Auswahl, sind auf Holzbasis. Der Süßstoff da drinnen, das Vanillin, die Haut von diesen Würstchen zum Beispiel. In Kosmetikern finden wir Holz
Bestandteile, weil sie gute Funktionen und Eigenschaften haben. Ja, das war's. Ein kurzer Einblick, was man machen kann. Wo kann man all die interessanten Dinge lernen? Im Studium Holz- und Naturfasertechnologie. Das ist das Bachelorstudium, so beginnt's. Und dann geht's weiter mit den Masterstudien, entweder Holztechnologie und Management, wenn man genau in diesem Sektor weitermachen möchte. Wenn es an Richtung Bau mehr interessiert, dann gibt es ganz neu den englischsprachigen Green Building Engineering Master. Und wer lieber eine, sagen wir mal, energetische Nutzung bevorzugt, die ich lieber am Ende einer Wertschöpfungskette sehen würde, der kann sich mit stofflicher und energetischer Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Danke für die Aufmerksamkeit und wer Fragen hat, bitte gerne. Gibt es eine Frage zum Studium, zum Thema? Sie haben ja auch Holz und Rohstoffe erwähnt. Ja. Also wir haben ein Forschungsprojekt oder ein Kollege von mir, Ulrich Müller, hat ein Forschungsprojekt geleitet, wo eben einzelne Bestandteile, Bauteile, tragende Bauteile des Autos eben in statt Stahl in Holzbauweise, Sandwichbauweise also entwickelt worden sind. Und eines der wichtigsten Dinge war, dass man das Crashverhalten simuliert und die wirklich hochingenierten Holzbauteile haben die gleichen Crash-Eigenschaften wie der Stahlbauteil, sind aber leichter, was wiederum für einen CO2-Fußabdruck besser ist. Aber sie sind komplexer herzustellen. Ja, Holz wird morsch. Gute Frage. Unter welchen Bedingungen wird Holz morsch? Wenn es feucht ist, genau. Und das ist der Punkt. Üblicherweise in einem Gebäude ist es nicht feucht. Das heißt, wir haben es trocken, wir haben es geschützt außen von der Witterung. Und wenn man das gut schützt, also baulich richtig ausführt und es nicht nass wird, dann hält es viele hundert Jahre. Das älteste Holzbauwerk steht in Japan und ist, glaube ich, 1400 Jahre alt und funktioniert noch. Gibt es sonst noch eine Frage? Also so eine Lebensdauer für ein gutes Gebäude, für ein Fertighaus zum Beispiel, ist die erforderliche Mindestlebensdauer ist 100 Jahre, wenn es nicht nass wird. Wenn ich natürlich jetzt eine Überschwemmung verursache in meinem Gebäude durch ein Rohrbruch und das monatelang nicht behandle, dann kann das ein Problem sein. Aber wenn man das entdeckt rechtzeitig und sagt, dass es feucht ist und man das rechtzeitig saniert, dann ist das kein Thema. Gibt es sonst noch Fragen zum Studium? Ansonsten gibt es Studienberatung im Nachbargebäude, im Schwarköferhaus. Da gibt es in der Mitte Inseln, hast du gesagt, mit Stationen zu allen Studienrichtungen, wo man dann sich Detailfragen auch gerne beantworten lassen kann. Dankeschön. Okay.